Jo Leute, was geht ab? Willkommen auf Faxen TV. Danke, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Wir haben aktuell bei dieser Aufnahme 5.45 Uhr morgens. Das heißt, ich bin am Ende meiner Kraft. Ich musste dieses Intro aber im Nachhinein drehen, weil wir das bei der ganzen Hektik verpeilt haben. Sonst ergibt der ganze Prank keinen Sinn. Und deswegen werde ich euch jetzt den Prank erklären. Und zwar bin ich kurz davor, mir einen Zweitwagen zu gönnen. Ich weiß nicht, ob ich verraten soll, was für ein Auto ich mir zugelegt habe. Falls ihr Bock darauf habt, dann hinterlasst einen Daumen nach oben. Aber kommen wir jetzt mal zum Prank. Und zwar wissen die Jungs auch, dass ich mir einen Zweitwagen zugelegt habe. Aber, ich habe den Jungs noch nicht verraten, was für ein Auto es sein wird. Ich habe nur gesagt, ja, es wird ein Zweitwagen, bla bla bla, aber lasst euch überraschen. Und dann ist Güven und mir spontan etwas Cooles eingefallen. Ich habe spontan Alpi von zu Hause abgeholt und ihm absolut nichts erzählt. Gar nicht. Irgendwann habe ich ihm die Kamera in die Hand gedrückt und dann entstand diese Aufnahme. So, jetzt die Kamera etwas schief. Ja, bist du aufgeregt? Also der Alpi weiß bis jetzt noch gar nicht, was wir drehen. Aber ich habe ihm gesagt, keine Sorge, wird nichts Böses, ist was Cooles. Denn Alpi, so jetzt fangen wir einfach an. Okay. Aber trotzdem habe ich immer noch dieses Kribbeln im Bauch. Den Prank. So nein, ohne Spaß, du hast mein Wort. Du weißt, ich habe ja gesagt, ich möchte einen Zweitwagen kaufen. Ja. Und dass ich auch schon einen Wagen geholt habe, aber du weißt nicht, was für ein Auto das ist. Okay. Und dass der Wagen jetzt in nächster Zeit kommen wird. Der Wagen ist da, ist noch nicht angemeldet, aber der Wagen ist da. Echt? Ja. Okay. Oh, ich bin schon nervös, ich weiß nicht wieso. Ich freue mich mit dir, ich weiß nicht. Also. Danke. Der Wagen steht aktuell bei einem Kollegen, weil er noch nicht angemeldet ist. Der Güven hat den Wagen schon gesehen. Warum? Wann das denn? Der hat den heute Morgen schon gesehen, bevor der weggefahren ist. Ich habe seine Reaktion auch aufgenommen. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil sonst siehst du den Wagen. Okay. Aber der ist auch mega ausgerastet. Der ist ausgerastet. Was hast du dir für ein Auto geholt? Sei einfach gespannt. Ich will einfach nur deine Reaktion sehen und dann am Ende natürlich die Reaktion von den Leuten. Und das ist eigentlich so das, warum ich dich abgeholt habe. Okay, interessant. Ich hoffe, ich werde auch irgendwann mal so von dir abgeholt. Und dann zeigst du mir dein Auto. Das wäre auch nice. Stopp, Leute. Ich habe was übertrieben Wichtiges vergessen. Denn bevor ich Alpi abgeholt habe, habe ich mich ganz kurz mit Güven getroffen und wir haben uns reichlich Sahne besorgt, Leute. Sahne. Let's go. Alpi, gleich wirst du dein Wunder erleben. Was? So wenig nur? Ich weiß nicht, warum die Sahne so günstig war. Da ist ja gar nichts drin, ey. Haben die nur zur Hälfte gefüllt. Ich hätte schon Bock, mich da reinzulegen. Ich hab voll Bock auf Kuchen bekommen mit Sahne. So, und jetzt ist der Punkt gekommen. Alpi wird überrascht vom Auto oder von der Sahne. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Bist du bereit? Wir sind fast da. Nein. Der Wagen steht um diese Ecke jetzt. Ich bin voll nervös. Jetzt hier rechts wird der Wagen stehen. Warte. Was ist los? Ist hier warm, heiß geworden? Sieht doch direkt aus. Das Klima auf 50.000 Grad. Ja. Ey, wieso bin ich nur nervös, Mann? Okay, warte, ich halte jetzt kurz an. Ready? Ja. Oh, na. Here we go. Okay. Der Wagen steht. Mit Plane. Mit Plane, ja. Limo? Warte. Ja, ich weiß, man konnte den Wagen nicht so gut verdecken. Aber man kann schon alles sehen. Man kann die Felgen vielleicht sehen oder keine Ahnung. Okay, aber sei gespannt. Aber du musst dich so bewegen. Warte, ich mach dir die Tür auf. Limo? Warte. Ich mach dir die Tür auf. Bleib stehen. So. Einmal bitte aussteigen, der Herr. Willkommen. Sind Sie bereit? Ich führe dich. Gib mir deine Hand. Nein, gib mir das ein bisschen komisch. Komm hier lang. Warte, nicht gucken. Hier lang. Ich sehe schon. So, von der Seite. Nein. Von der Seite. Gesagt. Von der Seite. Warte. Beweg dich. Ich sehe doch schon. Warte. So. Ich werde erstmal von der Seite öffnen, komplett. Und dann wirst du sehen, was für ein Auto ist. Ich weiß, du siehst das schon ungefähr, was für ein... Was schätzt du? Das sieht aus wie eine C-Klasse. C-Klasse, okay. Ja? Warte. Ich mach dir den Wagen in 3, 2, 1. Oh!
Denkst du, ich hab dir gleich schon mal Glühwein geholt? Sag mal, ich hab's gesagt, ich hab den selben Wagen geholt wie Güven. Ich seh nur das Auto. C-Klasse, sieht aus wie Güven. Aber was soll ich mir dabei denken? Okay, es gibt viele Autos, die so aussehen. Und seit solche Wüste. Was war das, Sahne? Ja. Sahne, das sieht aus wie... Was? Seit solche Wüste. Alter, ich bin jemals wieder vertraut. Weißt du, was wir gedacht haben? Scheiße, die Plan ist zu kurz geraten. Aber der Güven hat seit kurzem seine Räder bzw. seine Reifen gewechselt. Dann dachten wir uns, okay, es gibt 1000 Autos, die schwarz und eine Limo sind. Wie gut, dass du dich nicht mit Autos auskennst. Alten, guten Alpi. Ey, ich hab gesagt, das ist nicht. Ey, du musst den Wagen jetzt sauber machen. Das ist so ekelhaft. Boah, als hätte jemand auf seinen Nacken gekotzt. Das Ding ist, du hast die letzten Wochen immer über dein scheiß Auto geredet, was du dir holen wolltest. Und dann hat er gesagt, du, die nächsten Tage kommt das Auto auf jeden Fall safe. Ja. War das jetzt gelungen, oder was? Nein, das kommt wirklich noch. Ja? Auto kommt wirklich. Ja. Ich war meine Rücken für letztens, will schon gehen. Du bist der Nächste. Nee. Ich okay, ich würde sagen, okay, Alpi macht sauber und wir gehen, oder? Hau rein, Alpi. Hau rein. Schlüssel stecken. Ciao. Leute, das war's vom Video. Der Alpi will reinkommen. Erstmal abschließen. Der hat mein Auto dreckig gemacht. Leute, das war's vom Video. Falls ihr Bock auf weitere Pranks habt, wollen wir uns richtig hochnehmen, Leute. Richtig. Auf Faxen-TV-Art und Weise. Wir haben es letztens geschafft, innerhalb der ersten 24 Stunden über 10.000 Daumen hoch zu bekommen. Falls ihr Bock habt, gebt Gas, Leute. Lasst uns diesmal 12.000 Likes innerhalb der ersten 24 Stunden kriegen. Alter, verbrennt das Video, Mann. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich habe euch versprochen, jetzt wird's richtig ekelhaft. Ich wünsche euch alles Gute. Nur noch eine Minute mit die Kamera auf. Ich bin wirklich glücklich. Okay. Jetzt können wir nach Hause gehen und keine Sorge, wir haben den Ersatzklamotten mitgebracht. Der weiß noch nicht von seinem Glück. Wir sind raus. Ciao, Kakao. Abonnieren nicht vergessen, ist kostenlos, Leute, ne? Ciao, Kakao. Peace. Ey, hör auf damit, bitte hör auf. Lass den Wagen Ruhe. Wir haben Ersatzklamotten für dich mitgebracht. Alles gut. Ich habe deinen Kühlergrill ein bisschen auseinandergenommen. Was? Ey.